noch so ein paar Allgemeinplätzchen zum Aufbacken rein. Man kann sagen, die Frau ist ein sich selbst bestückender Umluftherd. Und das leckerste Allgemeinplätzchen kennen Sie alle. Dann sagt die Merkel, um diese Probleme in den Griff zu bekommen, müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Das ist ja der letzte Unterschied zwischen SPD und CDU. Aber was für ein genialer Satz, eine gemeinsame Lösung. Das ist das Genialste überhaupt, das ist kommunikationstheoretisch auf dem allerneuesten Stand. Wer kann denn gegen eine gemeinsame Lösung sein? Im Land der Geschlossenheit können Sie da nicht gegen sein, da haben Sie sofort die Arschkarte. Die Frau ist so geschickt, die ist unglaublich clever, das ist auch so bescheiden. Nicht, ich weiß es besser, sondern es geht nur gemeinsam, meine Damen und Herren. Es geht nur gemeinsam, das hat den großen Vorteil, wenn die anderen nicht mitmachen, muss man selber auch nichts machen. Und deshalb sage ich ganz bewusst, da müssen sich die Arbeitsplätze und der Planet mal zusammensetzen. Die Metzger und die Schweine müssen sich zusammensetzen und eine gemeinsame Lösung finden. Bei solchen Verhandlungen braucht man immer einen Schlichter. Und schlichter als Merkel geht es eigentlich gar nicht. Aber genau das ist es, was die Deutschen an der Merkel mögen. Sie mögen diese Schlichte. Die Deutschen mögen gar nicht die Besserwisser, die alles können. Und das größte Kompliment, was ein Deutscher einem Politiker machen kann, ist zu sagen, das ist einer wie du und ich. Das können die auch. Das ist der Deutsche, ne? Der Kohl war beliebt. Der Biedenkopf war doch nicht beliebt. Der Biedenkopf hatte den IQ über seiner eigenen Körpertemperatur. Der war gefürchtet, aber beliebt war er nicht. Johannes Rau war beliebt. Der konnte super Skat spielen, gut Witze erzählen. Mehr konnte er nicht, aber das war super. Den mochten die Leute. Und dieses Klischee bedient die Merkel auf ihre Art. Die Merkel hat begriffen, die Deutschen wollen gar keinen Politiker, der Bescheid weiß. Die Deutschen wollen so einen gütigen Landesvater. Am liebsten hätten die Deutschen einen König wieder. Einen gütigen König, der sie leitet. Und jetzt haben wir Queen Mum. Sie nennen sie Mutti. Mutti können Sie nicht wirklich böse sein. Sie wissen, das geht auf Dauer nicht gut, wenn Sie Mutti böse sind. Und die Wahlkämpfe haben Sie in Zukunft auch im Grunde schon erledigt. Der letzte Wahlkampf war da schon völlig unpolitisch. Merkel hat plakatiert, wir haben die Kraft. Wozu? Das muss ich Ihnen ja nicht erzählen, ne? Mutti ist doch mehr oder weniger schon unangreifbar. Warten Sie es ab. Die nächsten Wahlkämpfe wird es nur noch darum gehen, SPD, Grüne und Liberale wollen nicht versuchen, die Merkel abzulösen. Die werden nur noch darum streiten, wer bei Mutti auf den Schoß darf. Geh weg, das ist meine Mutti, das ist meine Mutti, lass mich wieder ran. Die SPD hat doch gar nicht versucht, eine andere Regierungskoalition auf die Beine zu stellen im Wahlkampf. Die wollte doch die Große Koalition weitermachen. Herr Steinmeier hatte ein Wahlprogramm, da stand drin, wir wollen die Vermögensteuer wieder einführen. Wir wollen eine Steuer für Reiche einführen und einen Mindestlohn. Die einzige Partei, die das auch wollte, die Linkspartei, hat eine Koalition mit ausgeschlossen. Steinmeier hat gesagt, wir setzen das um in einer Koalition mit der FDP und den Grünen. Die haben beide gesagt, Die FDP hat gesagt, wir wollen das nicht. Der Steinmeier hat gesagt, ihr wisst das nur noch nicht. Steinmeier ist ein Vegetarier, der einen Metzger als Kompagnon sucht. Und Mutti guckt sie alles an. Merkel wird immer souveräner. Die wird immer souveräner, seitdem sie nicht mehr versucht, Politik zu machen. Die hat das begriffen. Politik machen ist scheiße. Kanzlerin sein ist super. Die lässt sich in der Sänfte durchs Land tragen und spielt Landesmutti. Wer die Sänfte trägt, ist der Merkel inzwischen völlig egal. Die war nicht unzufrieden mit der SPD als Sänftenträger. Der Steinmeier, das ist der beste Sänftenträger, den Sie überhaupt finden können. Dem können Sie auch die Augen verbinden, der geht durch. Jetzt bei der FDP ist das schon sehr viel holpriger in der Sänfte. Ne? Die bocken da rum bei der FDP, der Brüderle hinten. Das ist, ne? Jetzt schielt sie schon nach den Grünen, die Merkel schielt schon nach den Grünen. Die können ja auch Sänfte tragen. Und für die Grünen ist ja die Sänfte auch ökologisch gesehen das Fortbewegungsmittel der Wahl.
Die Grünen, das waren auch mal Extremisten, das waren auch mal Spinner, aber jetzt dürfen sie mitmachen, ne? Ja klar, weil die Grünen haben sie angepasst. Wisst ihr doch, die Grünen, die sind angetreten mit raus aus der NATO. Können Sie sich noch erinnern? Raus aus der NATO! Und dann haben sie ihre Soldaten weitergeschickt, als ihre Väter je gekommen sind. Und sie haben, ja... Sie haben ihre Ideale gar nicht verraten. Man muss das raus aus der NATO nur von Anfang an anders verstehen als über die NATO hinaus. Es muss. Großartig. Merkel hat ja im ersten Amtsjahr versucht, Politik zu machen. 2006 war ihr erstes Amtsjahr und da hat sie die Rente mit 67 eingeführt. Das war das erste Gesetz. Dann hat sie die Mehrwertsteuer erhöht. Alles super populär, Sie können sich erinnern. Sie ist abgestürzt in den Umfragen. Im Dezember 2006 war die Frau nach einem Jahr im Amt so unbeliebt, die Zeitungen schrieben, die wird das nicht lange machen. Die hält sich nie mehr lange im Amt. Und dann hat die Merkel begriffen, regieren gibt nur Ärger. Lass da mal die Minister machen. Ich bin ab sofort unterwegs. Schon die ganze Gesundheitsreform mit dem blöden Gesundheitsfonds ist nicht an Merkel hängen geblieben. Das war die Ulla Schmidt. Ich war ja gar nicht da. Das war die Ulla Schmidt. Jetzt hat sich da so einen kleinen Vietnamesen geholt, der ist jetzt schuld. Merkel ist da unterwegs. Die war nur noch unterwegs. Sie hat die Präsidialdemokratie erfunden und eingeführt und sie ist auch weltweit unterwegs. Auf dem roten Teppich immer, im Fernsehen mit denselben Sprüchen. Und das ist sehr vertraut auch für die Menschen. Und das ist ja auch das Drama für den Westerwelle. Der kommt irgendwo hin und die Leute sagen, die Merkel war schon da, was willst du jetzt noch? Und 2007 hat sie den Grundstein für diese großartige Karriere gelegt. 2007, das war Merkels Jahr. Seitdem sind ihre Werte kontinuierlich gestiegen. 2007 war sie EU-Ratsvorsitzende. Sie war Vorsitzende vom G.8-Gipfeltreffen da in Heiligendamm. Hat sie alles sehr erregt. Heiligendamm, das beste Beispiel für die Politik von Merkel. Heiligendamm, der Klimagipfel. Sie können sich erinnern, der Klimagipfel. Nein. Merkel ist die Klimakanzlerin. Merkel engagiert sich fürs Klima. Was war Heiligendamm in Wirklichkeit? Internationales Gruppenwichs hinter Stacheldraht. Ja, was ist denn da beschlossen worden? Zeigen Sie mir nochmal einen Beschluss von Heiligendamm. Es gibt keinen. Die können doch nichts beschließen. Ist Ihnen das eigentlich schon mal aufgefallen? Das sind Staatsoberhäupter, Regierungschefs. Die können überhaupt nichts beschließen. Die können Absichtserklärungen abgeben und müssen dann zu Hause hoffen, dass ihre Parlamente das beschließen. Die Regierung kann überhaupt nichts beschließen. Nur das Parlament kann etwas beschließen in der Demokratie. Wenn die Regierungschefs sich treffen und was verkünden, dann ist es genauso, als wenn sie glauben, sie könnten im Möbelladen ohne ihre Frau irgendeine wichtige Entscheidung treffen. Und deshalb können die auf den Gipfeltreffen auch frei rumpupsen. Das hat ja gar keine Relevanz. Sie denken, oh, das Kommuniqué, die haben sich geeinigt, die können genauso gut in den Schnee pissen. Das hat denselben Effekt. Aber alle sind begeistert. Guck mal, die pinkeln zusammen in den Schnee. Die sind sich einig. Das ist der Deutsche schon begeistert, ne? Heilige Damen haben sie verkündet, der CO2-Ausstoß wird um 20% reduziert. Da kann ich genauso gut sagen, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme, habe ich 15 Kilo abgenommen. Dann sagen sie, das ist aber ein ehrgeiziges Ziel. Was ist denn, wenn nicht? Dann sage ich, dann nicht. Die Gipfeltreffen sind Showveranstalter, damit Sie das Gefühl haben, dass da was passiert und dass die irgendeine Ahnung hätten von dem, was getan werden müsste. Kyoto-Protokoll, 1993, Kyoto-Protokoll zur Rettung des Klimas. Die Amis haben sofort gesagt, wir machen nicht mit. Haben die anderen gesagt, komm mal in Ruhe unterschreiben, passiert ja nichts. All die Jahre haben die Westeuropäer immer gesagt, ja, wenn die Amerikaner nicht mitmachen, können wir unsere Firmen nicht zwingen, das umzusetzen, weil dann haben die einen Wettbewerbsnachteil den amerikanischen Firmen gegenüber. Es geht nur gemeinsam. Der CO2-Ausstoß bei den Fahrzeugen. Ist das Gesetz gekommen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Fahrzeugen in Europa? Natürlich nicht. Diesmal haben die Deutschen nicht mitgemacht. Wir haben Veto eingelegt. Also ist das Gesetz nicht gekommen. Einer macht immer nicht mit. Ne? Die Bankenkontrolle. Seit 18 Monaten hören wir uns jetzt an, sowas darf nie wieder passieren. Diese Zockerei muss eingedämmt werden, da müssen Mechanismen eingeführt werden, die müssen kontrolliert werden. Ein Riesengipfel im letzten Jahr, G20-Gipfel in London, können Sie sich erinnern? Der wurde wochenlang vorher diskutiert, oh, die Positionen sind noch sehr weit auseinander, gibt es eine Einigung? Dann ist Barack Obama eingeflogen aus den USA, hat den Gipfel gesegnet. Und die Engländer haben gesagt, wir machen nicht mit. Aber die Sache wieder gestorben. Einer macht immer nicht mit und das ist das Prinzip hinter den ganzen Veranstaltungen. Die treffen sich, verkünden irgendwas Großartiges und im Hinterzimmer ziehen die Streichhölzer, wer den Arsch spielen darf, der nicht mitmachen muss.
Und der Arsch fährt nach Hause und sagt, ich habe mich nicht unterkriegen lassen, ich habe für die nationalen Interessen gekämpft, ich habe mich für euch eingesetzt. Und die anderen können sagen, wenn der Arsch mitmachen würde, könnten wir auch was machen, aber es geht ja nur gemeinsam. Was für sie gedacht ist, sind die Fotos. Die Fotos von den Gipfeltreffen. Ernste Mienen oder fröhliche Gesichter und das Gefühl, wir haben was erreicht. Gemeinsam. Diese symbolischen Fotos. Der Strandkorb von Heiligendamm, das ist übergeblieben von Heiligendamm, oder? 100 Millionen Euro haben wir ausgegeben für dieses eine Foto. Die Mächtigen der Welt in einem Strandkorb, noch gebaut für Helmut Kohl, jetzt passen die da alle rein. Das ist PR-Arbeit. Und das beherrscht die Merkel. Die Merkel hat kein Gesetz gemacht, um den Klimawandel einzudämmen. Nein, sie ist zu den Eisbergen persönlich hingefahren und hat die persönlich aufgefordert, mit dem Schmelzen aufzuhören. Genauso wie sie ihnen versprochen hat, dass ihre Gelder sicher sind, als die große Krise war. Hat die ein Gesetz gemacht? Nee. Die hat gesagt, die Gelder sind sicher. Und wenn es ernst geworden wäre, hätte sie gesagt, ja, habe ich auch gedacht. Das mit dem Eisberg war großartig. Das Foto fand ich wirklich sensationell. Die Merkel auf dem Bug von dem Schiff, im roten Parker vor diesem Eisberg. Ich dachte, wie Kate Winslet persönlich. Guck es dir an. Leider haben sie den Film dann nicht ordnungsgemäß zu Ende gedreht. Bevor der Eisberg eine Chance hatte, sich adäquat einzubringen, da war die Merkel ja schon wieder weg. Die war überall, die war 2007 überall, die war auch im Nahen Osten. Der Nahe Osten, eine gebeutelte Region. Und die haben ja auch gedacht, sie hätten schon alle biblischen Katastrophen hinter sich. Aber der Herr hatte noch eine Plage im Ärmel. 3 Tage kam das gefürchtete Merkel über den Nahen Osten. Die war in Israel, sie war bei den Palästinensern, im Gazastreifen war die. Da konnten die damals noch Leute empfangen im Gazastreifen, da hatten die nur Häuser. Sie war auch bei den Syrern und am letzten Tag der Reise war sie in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, der engste Verbündete des Westens im Nahen Osten. Sie wissen, Saudi-Arabien ist im Gegensatz zu den unzuverlässigen Iranern und den völlig durchgeknallten Palästinensern ein demokratisch organisierter Staat. Der König von Saudi-Arabien, irgend so ein Abdullah, Schröder hätte gesagt, ein lupenreiner Demokrat. Der war damals ja gleichzeitig noch Frauenbeauftragter in seinem Land. Schröder hat gesagt, für Gedöns zuständig. Ne? Schröder, ja, dem trauern manche schon hinterher. Das muss man sich auch wieder vorstellen. Der Kanzler, wo man immer dachte, wenn ihm jetzt die Krawatte verrutscht, kommt das Goldkettchen raus.